Seid ihr ehrliche, wackere Leute? Wurden zu des Prinzenwache inkommodiert. So lautet eure Vorschrift. Ihr sollt sämtene Fragebunden irritieren, in des Prinzen Namen. Angenommen, einer will nicht halten. Kümmert euch nicht um ihn, muss er laufen. Wenn einer nicht stehen will, weil man ihm zugerufen hat, ist das kein Untertan von dem Prinzen. Richtig. Und die soll sich gar nicht abgeben mit solchen, welche nicht der Prinz besitzt. Stehen bleiben! Kein Lärm, vor allem auf der Straße. Wir wollen lieber schlafen statt quasseln. Ihr sprecht wie ein altriger und friedevoller Wachmann. Ich weiß auch nicht, was am Schlafen Sünde sein möchte. Trefft ihr einen Dieb, dürft ihr ihn mittels Amtgrundfuchs in Verdacht nehmen. Er wäre kein wahrer Mann. Aber solche Deliquenten, je weniger ihr mit solchen verkehrt oder euch mit ihnen zu schaffen macht, umso besser für eure Repetition. Ihr wart immer ein sachter und gelinder Mann gewesen, Kamerad. Korrekt. Ich würde nie keinen Hund aufhängen mit Willen. Vielmehr einen Menschen, wenn auch nur eine Spur Redlichkeit ist in ihm. Ist wohl wahr. Doch. Los, Meisters! Gute Nacht. Und falls irgendwie irgendwo irgendwas von Gewicht passieren sollte, rüttelt mich auf. Kommt, Nachbar. Wir kennen unsere Destruktion. Setzen wir uns gemütlich bis zwei auf die Bank und dann ab ins Bett. Noch ein Wort, ehrliche Nachbarn. Ich bitte euch, wacht doch vor Signor Leonatos Tür. Weil es eine Hochzeit gibt morgen, gibt es da viel Spektakel heute Nacht. Gott befohlen. Ventiliert gut. Das bitte ich euch. Was habt ihr mir zu sagen, ihr sahme Nachbarn? Wisst ihr, Herr, unsere Wache hat heute Nacht mit Exzeption von eurer höchsten Gegenwart so durchtriebene Spitzbuben aufgefangen, als nur in Messina zu finden sind. Ein guter alter Mann, gnädiger Herr, muss immer was zu schwatzen haben. Wie es so heißt, wenn das Alter kommt, geht der Verstand. Gut gesagt, sehr brav, Nachbar Schlehwein. Gott ist ein guter Mann. Und wenn zwei auf einem Pferd reiten, muss schon einer hinten aufsitzen. Alle Menschen können nicht gleich sein. Ach, guter Nachbar. In der Tat, Nachbar, er reicht freilich nicht an euch heran. Gaben, die Gott gibt. Nachbar, ihr werdet verdrießlich. Wirklich nicht. Aus purer Höflichkeit sagen das ja auch bloß euer Gnaden. Weil wir des armen Herzogs Gerichtsdiener sind. Aber wirklich jedenfalls, was mich angeht, wäre ich auch in gleicher Weise verdrießlich wie ein König. Alles, was auch immer ich an solchen Gütern besäße, würde ich von Herzen gern an euer Gnaden übergeben. All deine Verdrießlichkeit an mich? Ich wüsste wirklich zu gern, was ihr mir zu sagen hättet. Unsere Wache, Herr, hat welche irritiert, und zwar zwei despektivische Personen. Und wir möchten gleich beordern, dass euer Gnaden sie heute früh noch exanimieren. Übernehmt Examen und Protokoll selbst und bringt es mir. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, befinde ich mich in großer Eile. Trinkt ein Glas Wein, ehe ihr geht, und lebt wohl. Wir werden diese Package exanimieren müssen. Trefft mich im Verlies. Sagt mir an, welche Vergehen haben die beiden begangen? Unrecht, Herr. Sie haben falschen Rapport begangen. Überdem wurden Unwahrheiten entdeckt. Andernteils sind sie Verunzierer. Sechstens ist ein Fräulein verleumundet worden und letztens haben sie Unrichtigkeiten verifiziert. Und schließlich sind sie so richtig verlogene Schufte. Was habt ihr begangen, Leute, dass man euch auf diese Weise gebunden hat? Dieser gelehrte Konstabler ist zu scharfsinnig, als dass man ihn verstünde. Ich habe euch mit sehenden Augen blind gemacht.
was euer beider Weisheit nicht zu entdecken wusste. Diese schalen Toren haben es ans Licht gebracht. Denn in der Nacht haben sie mich belauscht, wie ich dem Mann hier erzählte, wie Don Juan, euer Bruder, mich angestiftet, Fräulein Hero zu verleumden. Kommt, führt die Klagenden weg von hier. Mittlerweile wird unser Schreiber von diesem Handel auch den Signor Leonardo diffamiert haben. Und, Meisters, vergesst nicht zu spezifizieren, aber am rechten Ort zum rechten Zeitpunkt, dass ich ein Esel bin. Hier, hier. Da kommt wohl Signor Leonardo und der Schreiber dazu. Anbei eine Meldung, Herr. Obgleich es freilich nicht weiß auf schwarz zu finden ist, dieser Klagende, ich meine, dieser arme Sünder, der nannte mich Esel. Ich möchte dankbar bitten, dass das bei seiner Bestrafung in Anregung kommen möge. Ich danke dir für deine Sorge und dein brav Bemühen. Euer Wohlgeboren sprechen wirklich wie ein recht ehrwürdiger und dankbarer junger Mensch. Und ich preise Gott dafür. Da hast du für deine Mühe. Gott segne dieses fromme Haus. Geh nun. Ich nehme dir deine Gefangenen ab und ich danke dir. So repräsentiere ich euer Wohlgeboren, einen infamen Spitzbuben, um, wenn ich bitten darf, ein Exempel an sich selbst anderen zur Warnung zu statuieren. Gott bewahr vor euer Gnaden. Gott gebe euch gute Besserung. Und wenn ein freudiges Wiedersehen erwünscht wäre, möge Gott es verhüten. Kommt, Nachbar.